So, ich habe das Auto gepackt, habe hier Kohlenstoff produziert, habe eine mittelgroße Plattform und den Stromgenerator gemacht. Das sollte jetzt eigentlich reichen, um die Plattform zu aktivieren, die wir dann da anfahren werden. Ich glaube, das war diese Richtung, oder? Kompass. Ah, okay, mehr nach links. Gut, schauen wir mal, ne? Ja, kurz noch mal einmal hier Harz geholt, weil ich glaube, das brauchen wir noch. So, da ist die Kammer. Wir sind gleich da. Holen wir unsere Sachen. Plattform dahin bauen. Und dann müssen wir den aktivieren, glaube ich, ne? So, man muss gar nicht dreimal oder doch? Nee, die glitzert schon so. Das war's dann, okay. Dann macht die aus. So, und das wieder mitnehmen, geht das? Weiß ich nicht. Okay, ich habe da wohl zu kompliziert gedacht. So, das heißt, wir gehen hier hin und gucken uns das hier nochmal an, betrachten. So, den haben wir, den haben wir. Das heißt, dunkle Schnittpunkte ist hier, Oberflächenabweichung Äquator 4. Das heißt, das ist unser nächster Weg. Gut, dann nochmal hier rein. Und dann schauen wir, dass wir hier wegkommen. Und da rechts ist wohl auch so eine Spalte. Dann lass uns mal die letzte Kammer suchen. Eine Brücke müssen wir bauen, ne? TNT, das nehmen wir mit. Und auf zur letzten Kammer. So, durch das Wäldchen hier noch durch und dann sind wir an der Kammer. So, da sind wir da. Okay, oh, da ist ein Labor. Jetzt müssen wir hier eine Rampe hinkriegen. Über da hochkommen. Achso, hatten wir schon offen die Rampe? Ne, das war falsch rum. Den Generator brauchen wir. Dafür brauchen wir eine Plattform. Die Plattform. Oh, den stelle ich schon mal hoch. Den brauchen wir da. Jetzt habe ich im Rucksack dann eben das Dingens geholt. Das sag schon. Oh, wir haben keinen Strom. Das ist super. Den anschalten, damit wir Strom kriegen. Dann können wir den erst drucken. Gut, das hat geklappt. Jetzt haben wir den kleinen Drucker. Den Strom brauchen wir hier oben dann auch noch. So, die Plattform bauen. Den aufsetzen. Den anschließen und los geht's. Ja, bei der ersten habe ich gedacht, man müsste hier ganz viel Strom dran machen an den drei Stellen, aber so wie es aussieht, braucht man nicht, hatte der Frank und der Mordrat mir ja geschrieben. So, jetzt haben wir hier dann nochmal das zum Betrachten. Heller Schnittpunkt aktivieren. Bin ich jetzt hier rüber geflogen? Ja klar, ich bin jetzt gar nicht mehr an meinem. Aha, das war jetzt eine Schnellreise. Oder? Ja. Ich würde jetzt gerne erstmal wieder zu meinem Fahrzeug zurück. Ich glaube, da muss ich hier hin, ne? Ja, das heißt, man muss ein Lager eigentlich an der Portalkammer machen, ne? So, jetzt sind wir hier. Und jetzt haben wir aber noch eine weitere Option und das ist diese hier.
Aber das geht nicht, weil wir das nicht auf einem anderen Planeten aktiviert haben. So sieht's aus. Da wissen wir, was unser nächstes Ziel ist. Gut, jetzt stellt sich die Frage, den braucht man. Können wir den wieder draufpacken? Den braucht man. Können wir da wieder draufpacken? Den brauchen wir auch. Können wir da auch wieder draufpacken? Oder dran packen, vielmehr. Und das ist leider ein Überbleibsel. Das heißt, wir haben jetzt hier die Schnellreisemöglichkeit aktiviert. Innerhalb des Planetens. Und die große Geschwindigkeit, die geht erst dann, wenn wir das erledigt haben mit einem anderen Planeten. Dann kann man Schnellreisen machen, wohl durch die Portalkammer. Wir sind hier an der Mühle, ja, aber es ist leider so, dass die abgebrannt ist. Wir sollen weiter. Ziel ist es, zum Bauernhof zu gehen. Was ich gemerkt habe nach dem ersten Teil ist, dass ich das Problem habe, dass ich hier nicht abspeichern kann. Das Tutorial lässt es nicht zu. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo nažive, je našou povinností pokusit se mu pomoct. Postarám se o to. Někdo tam leží. Dobře, přišli jste zabít i mě? Ne, paní. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašom mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou. So. Červení, kteří zapálili tuto farmu, se nesmou dozvědět, že jsme tu. Ale nesmíme riskovat vlak. Najdite si dobré město a preskúmajte koleje před námi. Begib dich zum Tak je tam nějaký Aussichtspunkt. problém, aspoň budeme připravení. Okay, ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Pošlite niekoho z ďaleko na dom na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Entsende einen Kundschafter auf den Dingens. Wer ist denn hier Kundschafter? Scharfschütze? To červení zabili rodinu tej mlinárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Boho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvie o tom, že diplomatické incidenty by mohli ohroziť naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou najdeme ďalšie zásoby. Okay, vielleicht finden wir unterwegs noch mehr Vorräte. Postarám sa o to, pane. Naši vojaci už dlho nevideli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Übung macht den Meister, Vogelscheuche zerstören. 0 von 3. Ich habe aber keine Vogelscheuche bisher gesehen. Aber die müssten hier auf dem Feld stehen, ne? Da müssten noch zwei sein, aber wo? Mission erfolgreich. So, das ist eine Mission gewesen. Sieg.
Das sind hier die Werte. Trupp, Ziele, weiter. Wir kommen in Frieden. Das haben wir alles gepunktet. Wird wohl passend sein. Übersicht. Wir haben Fleisch erhalten. Wir haben Stoff erhalten. Wir haben 5 Schuss Munition verbraucht. Wir haben Gewehrmunition 2 Schuss verbraucht. Und Maschinengewehrmunition 1 oder was. Okay, war es das erst. Die Reise beginnt. Ich hoffe, ich kann jetzt hier irgendwo mal speichern. Oder speichert automatisch. Könnt ihr schon mal lesen. Die Reise beginnt. Das wird wahrscheinlich der nächste Absatz sein. Begib dich nach Suchnichi, um weitere Vorräte für deine Reise zu beschaffen. Halten wir erstmal die Spielzeit an. Suchnichi ist der nächste Bahnhof. Wir können jetzt hier wohl nichts machen. Was wichtig wäre, dass wir jetzt hier speichern können, aber das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. So, wir sind hier wieder unterwegs in Timberborn. Haben da oben zum Abholzen was. Da ist auch einer unterwegs, der macht das schon. Baue mittleres Lagerholz. War das das hier? Großer Stapel. Ich brauche einen mittleren. Da habe ich schon was Falsches gebaut, kann das sein? Gut, das heißt, wir machen das mal hierhin, hierhin. 2 Stück brauchen wir davon. Ich würde jetzt das, ne, da ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Rotieren wir eher, ne? Ja. Vielleicht kriegen wir das ja so dahin, ne? Ja, das ist schon ganz gut da. Weil hier ist fruchtbares Land, das macht da keinen Sinn, das hinzumachen. So, mittleres Lagerhaus fließen, mittleres Lagerhaus für Karotten. Das heißt hier einmal hin, Karotten. Wo sind hier Bären? Da sind Bären. So, dann ist das schon. Jetzt müssen sie nur noch gebaut werden. So, da ist das zweite Lagerhaus fertig. Wissenschaftspunkte werden zum Freischalten fortschrittliche Gebäude verwendet. Mit der Zeit produziert ein Erfinder wissenschaftliche Wissenschaftspunkte. Das müssen wir jetzt bauen dann. Ich glaube, den machen wir da hin. So, der Erfinder ist fertig. Noch 6 Hütten müssen wir bauen. Holzfällerfahne. Irgendwie hat der keinen Zugang zu Holz. Aber der hat hier schon alles weggeholzt, ne? Was war denn da für ein Jingle gerade? Ach, hier links. Wohlfühlstufe 3. Schutz brauchen sie jetzt noch. Dürre bevorstehend. Okay, wir brauchen Wasser auf jeden Fall dafür, aber das haben wir ja erstmal, ne? Die Dürre kommt in 1,8 Tagen. Hier steht's. 76%. Wartet auf Materialien. Da kommen sie. Fertig. Baue Wasserrad. Machen wir mal hier hin. So, jetzt ist die Dürre gleich da. Dann bleibt das Wasser weg. Dürre hat begonnen. Das Rohholz fehlt. Hier sind keine Bäume mehr. Und hier sind aber noch welche. Dann setzen wir die mal da in die Holzfällerfahne. Und reißen die ab. So, jetzt ist richtig Dürre. Baue Sägewerk, betreibe Sägewerk. Es macht nur Sinn, das so zu machen. Da muss ich erstmal gucken, wie das geht. Ich glaube so rum, ne? Ja. Und das Wasser kommt wieder, alles kann wachsen, sehr gut. So, jetzt ist nur die Frage, hier ist kein Holz mehr. Ah, fertig. Wir brauchen ein zufälliges Rohholzquelle, schalte den Förster frei. Wo ist der Förster? Da. Drehen wir den mal und setzen den hier neben, oder? So, der forstet da auf. Ich würde tendenziell aber hier oben auch noch einen haben wollen. Schauen wir mal. Gibt es einen Bereich, wo man das machen kann? Wahrscheinlich, ne?
Tote Bäume ohne Fellmarkierung nachpflanzen. Ja, könnte eigentlich machen, ne? Lass ihn erstmal machen. Erstmal aufbauen. So, wir kriegen wieder Wasser. Das Wasserrad dreht sich. Hier steht aber nicht drin, was da... Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit einem A. Wir müssen einen Weg bauen. So, Folge 2, ne? Ja, Angeln ist durch. So, jetzt müssen wir noch die 100 Euro kriegen oder was es auch immer für eine Währung ist. Okay, das müssen wir eh drücken. Jetzt haben wir es geöffnet und jetzt geht's los. Da kommen die ersten Leute. Einmal Tee. Das war schon mal perfekt. Wer kriegt das? Das kriegt er. Das eine habe ich gerade eben, glaube ich, weggeschmissen aus Versehen, ne? Das war vielleicht nicht so gut. Shit. Schnell hier noch abservieren, ja. Kriegen wir das hin? Ich hoffe es. Ich glaube, die Person kriegt das eher. Was geht hier ab? Wasabi gibt's hier. Schnell dahin bringen. Schaffe ich das noch? Ja, ist ja noch nicht rot die Blase. Haben wir auch geschafft. Ich glaube, wir haben fast alle bewertet, oder? Sieht gut aus. So, Bar ist geschlossen. Nettogewinn sind 33, das ist zu wenig. Erster Tag vorbei. Ja, schauen wir mal, ne? Oh, eine Lieferung. Ja, kaputt. Oh, was ist das? Das ist nicht gut.
Zweiter Tag. Bist du der Mann, der hier umgetaucht ist? Ja, ich denke schon. Okay, ihr könnt selber lesen. Er liest das, die will das haben. Seestern und Koralle. So, rote ökologische Daten. Smartphone. Neuer Inhalt. So, jetzt haben wir unser Smartphone. Und mit dem Smartphone haben wir jetzt die Möglichkeit, das Spiel auch dann zu beenden, weil ich muss jetzt zwei Folgen nacheinander aufnehmen, wisst ihr Bescheid, ne? Weil hier geht's dann irgendwie zum Beenden, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So, die bauen hier gerade die Feuerstelle, wie verlangt. Okay, da kommt jetzt noch Holz rein. Und vielleicht auch noch ein paar Steine, oder was brauchen sie? Errichte einen Brunnen, ist das nächste. Hier links ist eine Suche, da kann man dann auf BR wie Brunnen machen und dann geht das schneller. Wahrscheinlich können wir das so immer machen. Den würde ich jetzt hier hinsetzen. Hier ist schon Feuer an, die sitzen rum, quatschen ein bisschen. Baue 10 Häuser. Baue Häuser für 10 Einwohner. Unter sonstiges gibt es Mehrfamilienhäuser. So, die müssen wir jetzt bauen. Oh, das war schon mal falsch. Mehrfamilienhaus. So, jetzt nochmal. Das kann ich nicht vergrößern. Dann drehen wir das noch einmal. Ich soll für 10 Bewohner was bauen. So, die bauen jetzt hier Wege und die bauen jetzt hier oben 3 Häuser für 10 Personen. Ich weiß nicht, wie viel da drin schlafen können. Ich habe es jetzt nicht geschaut. Ist der hier schon fertig? Heute hoffen wir, dass ihr Aufenthalt nur so sehr, dass er sich hier rumspricht. Einwanderer kommen, wenn eine gewisse Zufriedenheit übersteigt wird. Wir können einen Blick auf die Zufriedenheitsfaktor werfen, indem wir auf die Schaltfläche Bürger oben rechts klicken. So, die 3 Häuser sind fertig. Aber da sind nur 3 Betten, das heißt, die Häuser sind zu klein. Wir müssen die größer machen. Ich muss dann nochmal die Mehrfamilienhäuser auswählen und tatsächlich nicht Etagenwohnung machen, sondern Mehrfamilienhäuser machen. Und die sind dann etwas größer. Das heißt, ich baue mal nochmal welche. So, wollen wir hoffen, dass das dann passend ist. So, und dann zu den Einwanderern, da kann man hier rechts klicken. Und dann sieht man hier noch mehr. Hier stehen die Einwanderer. 2. Und das sind wohl 2 von der Sorte, die wir hier haben. Die anderen sind alle nicht Einwanderer. Also ermächtigen wir das mal. Jetzt sind es 12. Gut, und dann kriegen wir hier mehr Schlafunterkünfte. Das sollte passen. So, jetzt blinkt das hier rot und ich weiß nicht warum. Loyalität 60 und Friedenheit 80, vielleicht liegt es daran. Das hier sind ja die Werte, die dann so steigen und so, ne? Aber momentan sieht das ja hier alles erstmal gut aus, oder? Aber hier haben wir doppelte Mauern, das war jetzt auch nicht so schlau. Ja. Jetzt müssen wir ein Gemüsefeld anlegen. Ne, es sieht so aus, dass wo es hell ist, ist es gut. Weil hier sind ja die Äpfel. Das heißt ja wieder, für uns ist es schlecht, ne? Also würde ich sagen, machen wir es hier hin, oder? Okay, da kann man auch 8x8 sehen. Brauchen wir. Ist ein bisschen weiter weg, aber kann ich auch nicht ändern. Obwohl, so weit weg ist es nicht, aber die Felder sind hoffentlich da dann passend. So, dann lass mal schneller laufen, damit hier die Hütten fertig werden. Hier haben wir uns verbaut, ist klar. Aber das lassen wir jetzt mal so. Aber das ist zu wenig. Bau einen Hausmeister. Dann lass es uns hier hinbauen, nochmal den Hausmeister. Torbogen kommt da hin. Arbeitsplatz, der kommt hier unten hin.
Werkzeuge. Das kann so sein. Passt schon. So, was ist weiter hier? Nochmal langsamer und nochmal hier einen Rechtsklick. Da gibt es wieder Einwanderer, wieder zwei. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao.